Hat gerade einer was gebaut oder was? Nö. Beide Werkzeugschmiede beobachten sie Auslastung. Ah, man muss eine Köhlerhütte in der Nähe von Bäumen bauen. Na toll. Was für ein Ding? Hier, für Kohle. Müssen Bäume in der Nähe sein. Für Kohle? Ja. Holzkohle los. Ja. Dann schickt er mir das Schiff rum. Ich klatsche echt einen Stein drauf. Bei mir sind Bäume in der Nähe. Ja, bei mir auch, aber nicht viele, das ist doch blöde. Mittendrin bauen oder was? Ja. Da ist Kohle vorkommen, warum kann ich das da nicht abbauen? Hä? Ich will mich eigentlich komplett verarschen. Das Ding, ich kann doch komplett ein Haus abbauen, um die Ressourcen wieder zu kriegen, ja. Oder? Dann setze ich mal die Kohlehütte. Genau, bau du mal Kohle. Und mehr an die Bäume rein. Ich kann doch Bäume pflanzen. Ja, ja. Muss ich zur Mine auch einen vernünftigen Weg machen, dass das die da so... Ich denke schon. Ich hab's bei meinen gemacht. Oh, das Schiff ist frei. André, kannst du das Schiff abholen? Oh, ich verstehe das mit der Mine nicht so ganz. Wo ist das Schiff jetzt gerade? Da wird doch noch hingebaut, oder? Ah. Ja, ich brauche... Man muss doch immer extra noch eine Mine setzen, oder? Ja. Das macht er doch bei der Kohle gar nicht. Nee, oder? Das ist bei mir auch gerade nicht gewesen. Das hat mich auch gewundert. Hast du Werkzeug noch irgendwie? Nicht viel. Na egal, gib mir ein bisschen was. Mhm. Ja, ist drin. Ha. Ist drin, Werkzeug. Jo, ich weiß. Jetzt steigt das, ja, jetzt ist das besser. Aktuelle, ja? Produktivität 94%. Das ist sehr gut, dann kannst du mir nachher was schicken. Okay. Weil sonst kann ich kein Werkzeug mehr herstellen. Kann ich kein Werkzeug herstellen. Ah. Langsam wird's. Langsam wird's. Wir müssen mal deutlich mehr Gold wieder verdienen. Ja. Bilanz ist zwar ein Plus, aber auch nicht so wirklich höher. Nicht wirklich, nee. Nee. Ich würde ja gerne mal Fisch verkaufen an andere. Dito. Aber wie geht das? Nicht genug Baumaterial, ich brauche mehr Steine. Mach mal mehr Steine, du Arsch. Was soll ich da nehmen? Erstmal die Kohlemine oder was? Nee, mach du mal weiter Steine. Boah, Kohle ist auch gut, Danny hat ja auch Kohle, da haben wir mehr Kohle. Ich sag mal so, ich brauche jetzt das extra. Unsere teuersten Ausgaben sind im Moment Werkzeuge. Ja. Weil wir die immer fremd beziehen müssen. Für ein Werkzeug brauchen wir doch eine Werkzeugmacherei, Eisen. Habe ich schon alles. Ich habe alles da, ich brauche nur noch Kohle. Kohle. Alles da, was man dafür braucht. Alter, wir haben keine Kohle mehr, ey. 600 Gold haben wir nur noch. Ja. Ich reich nicht mehr für die Eisenmine dann. Oder für die Kohle, warte, wo steht Kohle? Ich brauche noch mal ein paar Häuser mehr, vielleicht bringt das was. Ja, mehr Steuerzahler. Ich habe meine Steuern schon erhöht. Werde ich, glaube ich, auch mal machen. Mir sind sie im gelben Gelöbe. Ja. Ich bin kurz vorm Gelben. Ausgeglichen, ja. Ausgeglichene Bauer steht bei mir. Ja, bei mir auch. 81 Steuern müssen sie jetzt zahlen. Ist mir jetzt scheißegal. Bei mir ist ein glücklicher Bauer. Ich hab so vorm Gelben noch. Bürger ziehen aus? Nee, das wollen wir nicht. So. Guck mal an, was da jetzt kommt für Kohle.
Aber der Fisch muss doch im Minus stehen, um dass der verkauft wird, ne? Ja. Das kriegt man bei dem gar nicht hin, irgendwie. Bei mir wird der auch gar nicht verkauft, das ist ein Kotzen. Ah, guck mal, was wir jetzt für eine Einnahmen haben. Plus 91. 191. Kohle, das nenne ich mal Einnahmen. Und Danny, wie sieht's aus mit dem Kohle? Hast du schon was? Nee. Scheinbar immer noch nicht schnell genug, oder? Also die Kohle muss einfach nur in der Nähe von Bäumen sein. Die Köhlerei zumindest. Ja, hier steht jetzt 8 von 5 Kohlen. Mhm. Und das... Ja, eine Kohlenmine? Gibt's hier nicht, oder was? Köhlerei. Ja, nicht. Ich hab eine Kohlenmine, aber da bringt nichts. Aber ich hab Kohlevorkommen und da muss doch sicherlich eine Kohle... Dings dahin? Eine Kohlemine gibt's ja nicht, ne? Nee. Das ist ja das Komische. Ja doch, eine Kohlemine gibt es. Ja, aber du kannst da nicht hinbauen, nee. Das meine ich damit. Ja, richtig. Und das wundert mich ja eben, dass man da nicht ja. Rinsetzen muss. Okay, weil das war ja bei 2070 war das nicht so, ne? Ja, da musst du eine Kohlemine bauen. Ja, da musstest du dir richtig da rinsetzen. Mhm. In den Berg. Und hier bloß so eine Köhlerei in der Bäume drin und verstehe ich nicht. So ganz. Ja, bei mir wird Kohle produziert. Ja, bei mir ja auch, aber irgendwie nicht schnell. Also relativ zügig. Doch, bei mir geht's relativ zügig gerade. Wie viel Prozent? 78. Und bei mir sind es 94. Hm. Ich habe jetzt mal auch eine Kohlen-Dings gebaut, das bei mir auch gemacht wird. Mhm. So, und jetzt müsste ich mal für Eisen. Wie sieht's denn bei dir mit Werkzeug aus, Mimit? Ich kann noch nichts produzieren, weil ich keine Kohle habe. Ah, okay, oder kaum gut. Kohle. Ich habe jetzt gerade mal 2 von 5. Ah, jetzt habe ich einen Fisch im Minus. Sehr gut. Den ist nochmal. Kannst du sogar einen Preis festlegen beim Konto? Ja, ja, sicher. So, das bringt doch jetzt auch nochmal mehr Kohle. Ja. 146 Bilanz. Brauchst du dich auch Holz? Ist das jetzt echt am Fisch? Holz habe ich. Ach so. Seile brauche ich. Also Hanf. Ah. Könnte ich mal eben bauen, Hanf. Danny, hast du bei Hanf schon Hanf? Was brauchen wir für ein Konto? Holz, Fisch und Werkzeug, wa? Was? Holz, Stein und Werkzeug. Für ein Konto, wenn du dich auf einer Insel niederbauen willst. Holz und Stein. Holz und Werkzeug. Jo, jetzt scheint Fisch verkauft zu werden. Weiß ich jetzt, oder? Ach, keine Ahnung, ich check's nicht. Scheißspiel, komm, ausmachen. Nie wieder spielen, ne? Holz und Werkzeug. Also ich produziere jetzt langsam Werkzeug. Langsam, aber sicher. Kleidung ist hier, aber wird irgendwie nicht abgeholt gerade. Warum auch immer. Dann kannst du den Karren automatisch kommen lassen, das geht auch. Wie geht das? Du klickst oben rechts, dann auf den Marktkarren. Wortabholung. Oben rechts. Haben ein Bündnis geschlossen. Ja, in diesen kleinen Mini-Fensterchen. Ich habe oben rechts kein Mini-Fensterchen. Wenn du auf deine, klick mal auf deine Hanf, den Werkzeugdings. Wie heißt das? Meine Webstube. Genau. Da oben rechts steht doch einmal so ein Z, ne? Ne. Doch. Da wo Webstube steht. Gehst du weiter rechts. Nach rechts. Das ist bei mir unten rechts. Ja, rechts. Webstube steht bei mir unten rechts. So. Ja, aber ich meinte rechts von diesem kleinen Fenster. Oben rechts. Da steht Sofortabholung. Nee. Doch. Ich besiedel mal nebenbei noch die eine Insel schon mal mit dem Konto. Was jo, mach das. Die bei mir in der Nähe ist. Das ist auch so eine Wüsteninsel wie du hast mir mit. Ja. Also ich produziere jetzt langsam Werkzeug. Sehr gut. Aber sehr langsam. Ich brauche mehr Bäume. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Leinenkutten, das ist gut. Aber ich sollte langsam mal die Produktion, das Einkaufen einstellen. Oh nein, irgendwer hat jetzt gerade was gekauft. Nein, wir haben was geliefert bekommen. Also jetzt muss ich warten bis...
Wir 300 Gold wieder haben. Stellt nicht schon selbst ab, Holger. Du bist einfach nur zu blöd. Na, machst du doch, du dummes Schwein. Los! Kein Geld mehr. Wie, kein Geld mehr? Ja, wir haben kein Geld mehr. Na doch, da steigt's doch wieder. Ja. Komm mal schnell für 300 das Ding hier. Na, jetzt nochmal genau. Ich bin jetzt auf der Webstube. Ich klicke genau auf das Haus, ne? So. Ja. Warte, ich bin jetzt gleich. Genau, dann steht doch da oben, oben in dem kleinen Fenster, was sich dann bildet, Webstube. Unten rechts, ja? Ja, und wenn du weiter nach rechts gehst, dann steht da, ist da so ein kleiner Karren. Ne? Bei mir ist da ein kleiner Karren. Ich kann das bloß auf Produktion anhalten. Ja. Also, dass es dann schläft, ja, dass halt nicht mehr produziert wird. Und, da links, und daneben links steht bei mir, Bären Sofort, Sofortabholung nicht möglich. Ihre okay. Lager sind zum Bersten gefüllt. Dann musst du dein Kontor, ist dein Kontor voll. Also das ist ja Quatsch. Guck mal nach. Es wird auch angezeigt, dass er voll ist. Nein. Doch, oder? Nein. Fische sind da voll, aber ansonsten. Hm. Oh. Ich muss ja bloß blättern. Stimmt. Bauern waren und das sind ja Bürger waren. Kannst du wirklich stolz auf deine Siedlung sein? Kleidung ist da schon längst drin. Das gefällt mir. Und Hanf und Kohle. Kröschenhof ist gehört jetzt auch sorry zu uns. Sorry. Ich hab das schon längst im Lager. Dann schick mir mal bitte Hanf. Ja, muss ich das Schiff herschicken. Ist bei André, glaube ich. Ja, schickst du dir runter, Danny. Oh, ich brauch Geld für eine Seilerei. Ich hab kein Geld mehr. André, stopp mal dein Produkt, deinen Handel mit Holz, dass du nicht andauernd Holz geschickt bekommst. Wo kann ich den stoppen? Im Kontor. Okay, gut. Moment mal, da kann ich doch bestimmt die Kleidung auch verkaufen, oder? Ja. Aber schick mir auch ein bisschen was, ich brauche ein bisschen. Ah ja. Von mir heulen schon wieder rum. Ich brauche Kleidung. Ich verkaufe doch Holz, warum verstehe ich nicht. Ich muss Nahrung irgendwie aufrüsten. Nein, du kaufst Holz. Aber bei mir steht minus 18 Holz. Handelsplatz. Schatzkammer. Warenlager. Ich sehe ja nichts, dass hier bei plus, geh auf dein Kontor. Bin ich. Dann klick auf die Kiste mit der Münze drin. Ja. Und macht Klick auf das Holz und zieht den Balken ganz runter. Ja, aber ich hab's doch bei minus 39, bist doch verkaufen. Du hast aber auch eins mit Plus, sonst würdest du den ständig Holz geliefert bekommen. Also im Lieferstand habe ich gerade gar nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Ich verkaufe nur noch Fisch. Ha. Und ich glaube, ich verkaufe noch ein paar Steine. Kann es Sinn, dass man gleichzeitig, wenn man was bestellen will, das nicht gleichzeitig verkaufen kann? Nee, das geht nicht, oder? Glaube nicht, nein. Das ist ja Schwachsinn, oder? Ja. na gut, ich könnte noch Holz verkaufen. Ich verkaufe jetzt... Verkaufe ich denn mal? Verkaufe ein paar Steine. André produziert ja eh welche. Ich habe 50 Stück, ja. So. Eben haben wir ja nicht Aufträge. Naja, jetzt habe ich alles schön im Verkauf drin. Mhm. Wunderbar. So. Eine Nonne. Ach, Mehmet, bei dir ist eine Aufgabe. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich eine Nonne hinkriegen soll. Auf die, indem du einfach auf die Klopftricks auf die Alte. Die ist keine Nonne. Ich soll eine hierhin liefern. Ich hab aber keine. Ja, aber du musst die bestimmt finden. Okay. Musst du mal ranzoomen. Das kann sein, dass die da irgendwo rumrennen. Wir konnten jo, euch wirklich durchringen, mein Anliegen zu verfolgen. Danke. Ihr seid zu Recht das Oberhaupt dieses Cool. Stadt. Was ist da? Mein Scheiß. Versucht mir Pläne. Bergen Sie drei Kisten Treibgut und bringen Sie diese zum Konto von Lord Nordburg. Wo sind die denn? Das ist bei dir vor der Insel, Mehmet. Wenn du da draufklickst, an der Seite links. Ah. Versunkene Pläne. Dann blinkt das rot auf der Minimap. Steht denn das? Wo steht? Versunkene Pläne, ja.
Mehmet, was brauchst du jetzt nochmal alles? Seile, also Hanf. Und warte. Lein? Lein, ja, Lein wäre gar nicht schlecht. Wenn du auch noch ein bisschen Getränke hast, also Most wäre auch nicht schlecht. Hm. Und wenn das Schiff dann da ist, dann kann ich den Auftrag machen. Wie lange, lange läuft denn der noch? 6 Minuten. Ja, wär gut, wenn es schnell geht. Okay. Wenn ich das Schiff habe. Kohle? Kohle, ja, doch, den würde ich auch nehmen. Holz, Werkzeug, Fisch, Most. Wo geht unser ganzes Gold ständig hin? Ich will endlich mal die Seilerei bauen. Ja, also wirklich ins Plus. Irgendjemand kauft dir ständig was. André, baust du gerade zufällig was? Ich habe jetzt nur eine dünne Straße gebaut, eine derer. Die kostet Geld. Ja, groß bauen kann man uns eigentlich nicht. Nee. Wir müssen mal noch ein bisschen verkaufen, ein bisschen sparen. Ja. Was habt ihr so in eurem Konto zum Verkauf? Ich habe Steine, die verkaufe ich gerade. Eisenerz Fisch. Behalte ich, weil das wird verarbeitet. Also ich habe 50 Tonnen Eisenerz. Guck mal, ich kann doch da immer. Ich produziere übrigens Werkzeug ohne Ende. Wenn ihr Werkzeug braucht, sagt Bescheid. Ja, ich bräuchte. Ja, wenn ich das Schiff nachher da habe, dann mache ich den Auftrag, dann schicke ich dir Werkzeug. Na, André verkauft Fisch und Holz, ne? Wie es aussieht. Ja. Ich verkaufe auch Fisch und Stein. Na, Stein habe ich gar nicht. Kann ich nachher was schicken, wenn du was brauchst. Wo ist das Schiff? Das müsste zu dir gerade kommen, ne? Ich seh's. Ich habe jetzt 28 Hotmill Werkzeuge. Du bist ja schon noch dabei, die Werft zu bauen, oder? Die Werft habe ich. Ich brauche nur noch Schiffe. Seile. Ach ja, stimmt, genau. Und ich brauche gerade Gold, damit ich die Seilerei bauen kann. Aber das Gold ist irgendwie so knapp im Moment. Ich brauche 700 Gold. Das bringt uns doch Gold ein. Ja, die Aufträge eben, ne? Du musst die Aufträge machen. Ja. Hetzlich nicht. Ja. Ich habe das Schiff bis gerade noch gar nicht gehabt. Oh, ja, so, dann mache ich mal eben den Auftrag. Scheint ja direkt bei mir vor der Tür zu sein. So sehe ich irgendwie nichts. Ach, da wahrscheinlich. Klick nochmal drauf. 3 Minuten habe ich noch Zeit. Ja, das wird knapp. Komm nur. Also Werkzeug habe ich jetzt erstmal genug. Ich habe 30 hergestellt bis jetzt. Wenn ich den Auftrag gemacht habe, dann baue ich die Seilerei. Wird mächtig knapp. Das ist Treibgut. Die goldenen Dächer des Orients glitzern am Horizont. Ja, das ist schön. Mögen unsere zukünftigen Begegnungen genauso friedlich verlaufen. Inshallah. Macht den gerade einer den Auftrag oder was? Ich mach den gerade, ja. Jo. Treibgut oder was war's? Ja. Ich hoffe jetzt nur, dass ich rechtzeitig da ankomme bei dem Kontor. Denn ihr habt noch eine Bärenhöhle in der Nähe. Ja, hat er. Nur Diplomaten von Rang und Namen eröffnet sich das Wissen um unsere Bau. Da habe ich noch Zeit für den Auftrag. Wo steht denn das überhaupt? 2 Minuten. Mit dem Auftrag? Falls ihr dem Großvezier links in der Leiste stehen noch diese Symbole. Habe ich genau das Richtige. Versunkene Pläne, das ist das. Diplomatische. Das letzte Symbol. 2 Minuten. Uiuiui. Diplomatische Ränge in ihr. Gerade auf dem Rückweg. Das müsste eigentlich passen von der Zeit her. Der Diplomat bestimmt, welche orientalischen Gebäude sie errichten dürfen. Also, ihr gehört. Immer Aufträge machen. Ja, das Problem ist, das war direkt bei mir auf der Tür. Hätte ich dir das ja gesagt. Oh, wir haben genug Gold. Ich kann eben die Seilerei bauen, bevor das Geld wieder weg ist. Dann bau. So. Jetzt baut Seile. Baut.
Es wird hergestellt. Dann habe ich noch Zeit? 1 Minute 20, das reicht. Das ist gut. Wem gehört eigentlich... Kaisershafen oder wie das heißt? Das ist unser Kumpel. Lord Richard Nordberg. Oh, wir haben plus von 200. Jo, das ist gut. Oh, noch 50 Sekunden, Alter. In letzter Minute komme ich da an. Gibt es eine Möglichkeit, schneller zwischen den Städten hin und her zu switchen? Nee. Nein. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Danke. Benime. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Oh, cool. Ich habe 23 Leinen bekommen. Eine fromme Tat. Braucht jemand Leinen? Nein. Dann nehme ich die. Brauchst du das nicht? Ja, aber ich dachte hier vielleicht auch, dass eure Städte auch schon so weit ausgebildet sind. Für was brauchst du denn das? Meine Bürger schreien danach. Echt? Hm. Oh, ich habe reichlich Stein. Braucht jemand Stein? Ja. Nehme ich. Gerne. Soll ich dir gleich 5 Pakete reinschicken? Ja, ja, mach mal. Stein bräuchte ich auch mal. Ich habe 0. Dann schick erst Danny. Ich hab noch welche. Na, dann schicke ich dir gleich 50 Steine. Und du baust jetzt Schiffe? Baue jetzt Schiffe, ja. Dass jeder eins hat. Also dafür reicht jetzt, oder was? Also die Seilerei habe ich jetzt. Ich produziere gerade Seile. Okay. Für ein Schiff brauche ich 20. Das Schiff ist gerade auf dem Weg zu mir wegen den Seilen, wegen dem Hanf. Ja. Und dann musst du es zu mir auch schicken. Oh, Marie fährt schon mit Kriegsschiffen durch die Gegend. Ach, na, wenn du es zu mir schickst, pack gleich mal noch Werkzeug rein. Mhm. Wo ist denn das jetzt hin? Wo ist das Schiff? Immer so ein blauer Punkt auf der Karte. Hier sind mehrere blaue Punkte auf der Karte. So ein dunkelblauer. Ja, ich habe ihn schon. Ja. 34 Werkzeug habe ich jetzt. Werkzeug. Habt ihr mal 20 reingepackt? Wo willst du es hin haben? Ich brauche es nur zu mir. Nach Schafsbrück. Nach Schafsbrück? Schafsbrück. Oder weiß nicht, wie das heißt. Schafsbruck. Schafsbruck, ja, ist ja auf dem Weg. Nee. Müssen wir pinkeln? Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Sagen wir mal, oder 1000, ja. Danny kriegt immer noch Kohle. Nee. Wenn ihr ja. Kohle verkauft und Holz verkauft. Ja. Korrekt. Kann ich dem Ausschuss verkaufen? Wie hast du das gemacht? Auf Minus. So, ich gehe mal eben kurz pinkeln, dann ist wieder da. Mhm. Hat er wenigstens schon ein Schiff jetzt losgeschickt? Ja, das fährt. Das fährt zu dir, ne? Sehr gut. Eine Produktion kommt zum Erliegen. What? Bei dir, jo. Jo, wieder da. Und ich pack dir jetzt, wo ist ein Stein? Ach ja, muss ich ja hier klicken. Kohle habe ich 24. Darf ich bauen noch eine zweite Seilerei? Das war Stein habe ich voll. Danny, hast du noch ein bisschen Hanf? Ja, müsste ich haben. Jetzt ist wovon nur gut. Also 50. Das ist nicht im Lager. Braucht ihr aber noch Kohle? Nö, Kohle habe ich genug.
Hans, Hans könnte ich gebrauchen. Wenn du welches hast. Nee, ich probiere es einfach. Kann ich dir dann rumschicken? Ja. Mach mal das Schiff jetzt fertig, Junge. Ja, dafür brauche ich ja Hanf. Schöne Wörter, habe ich doch voll schön, was ich schicke. Ja, ich brauche für ein Schiff brauche ich 20 Seile. Boah. Ich habe gerade mal 9. Kannst du dafür nicht gleich Kleidung also gebrauchen? Von wem soll ich das Schiff schicken? Nein. Also ich schicke es jetzt zu mir. Ich brauche erstmal Stein. Gut, Schiff fährt einfach zu dir. Danny. Brauche ich noch ein bisschen Steinstraßen? Njo, ey, da sitzen gar keine Menschen drauf, in dem Schiff. Nee. Voll billig. So, die Produktion läuft. Jetzt bauen wir mal erstmal hier. Fahr schneller. Los, los. Gibt's ja keine Motorboote. Eisenmine ist zwar teuer, also das ist ein. Eisenmine habe ich. Ja. Ja, ich könnte jetzt auch noch eine ausbauen. Ach so, ja. Mit der Werkzeugmacherei, verstehst du? Ja, ja. Da brauch ich irgendwie naja, du brauchst erst noch eine Eisenschmelze, bevor du eine Werkzeugmacherei bauen kannst. Ja, na eben, brauchst du ja so viel dann. Ja. Eisenmine, Eisenschmelze. Ich hab alle schon da. Bei mir ist das alles so weit weg, ich kann das ja auch anbauen. Aber. Danny, dein halt Steinmetz. Nee, André, dein Steinmetz produziert nichts mehr. Ja, deine Lager sind voll. Ja, ich habe jetzt erstmal was schipper ich zu Danny und den Rest. Ne, da vorne, der produziert doch wieder. Eine produziert aber nicht. Ich hab mir zumindest links angezeigt. Ne, der produziert auch. Ach, speichern. Boah, jetzt muss er gerade speichern. Das Schiff ist gleich da. Da muss ich jetzt auch noch speichern. Ja, bei dir oder bei mir? Mehr. Bei mir. Okay. Also Stein habe ich genug, Kohle habe ich glaube ich auch genug, wenn ich das mal lesen könnte, wenn er mal fertig ist mit Speichern. Also ich habe jetzt 42 Kleidung, 27 Steine, 12 Seile, 12 Hanf. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ich habe auch genug Eisen, Erz. Reicht mit dem Schmelzen da. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Eisenschmelze. Kann nicht schaden, so eine zweite Eisenschmelze. Boah, endlich mal Stein, was er hier noch hier. So, du brauchst jetzt Hanf, ne? Hanf, ja. Und Leinen? Leinen nicht, ne, habe ich genug. Brauchst du das nicht auch für Seile? Nein. Ah, ne, das ist ja Kleidung, ne? Genau. Das ist ja direkt Kleidung. Ja. Okay. Nicht. Habe ich 41. Habe ich erstmal genug. Wie viel brauchst du von der Hanf? Wie viel du brauchst. Hast. 23. Ja, da gebe ich dir alles mit. Ja, gib einfach alles. Das erste Kohle? Kohle? Nö. Holz vielleicht. Holz, okay. Wie viel Kohle hast denn du? Kohle habe ich 34. Gib auch noch ein bisschen was. Okay. Holz. Ja, wenn ich da draufklicke, wie kann ich jetzt hier Hanfplantagen machen? Ah. Ich habe mir jetzt Hanfgebäude gebaut, aber ich kann keine Hanfplantagen hinsetzen. Wahrscheinlich kannst du. Fahr mal mit der Maus über deine Hanfplantage. Dann zeigt sie dir, dass. Ob du das überhaupt. Ja, finanzieren kannst. In der Siedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Ob du die wirklich benutzen kannst. Weil mein Boden ist nicht fruchtbar genug. Deswegen, ich kann es zwar bauen, aber es bringt mir nichts. Ja, steht bei mir nicht. Wo steht denn das? Da steht bei mir Hanfplantage. Wenn du einfach drüber fährst, über das Gebäude, dann wird dir angezeigt, ob dein Boden fruchtbar genug ist. Meiner ist es nicht, deswegen dachte ich mir, ich frag mal nach. Bei mir steht links Hanfplantage. Über der Minikarte dann. Sagt, aber steht wie nicht. Ist es euch inzwischen ergangen? Ich glaube, André weiß nicht, was ich meine. Jetzt wird doch ein neuer Auftrag, oder? Helena Flores hat die Zivilisationsstufe Gesandte erreicht, ach so. Wo steht das denn?
Wenn einfach mitten im, über dem Gebäude steht das dann. Salam alaikum. Das habe ich auch nicht. Das ist bei mir alles normal. Das steht dann nur. Dann hast du wahrscheinlich genug Boden. Ja. Boden? Ja, fruchtbaren Boden. Ach, Boden. Ich habe verstanden, Hoden. In der Tat. In der Tat? Das klingt jetzt rot schön. Und jetzt? Ihre Wachstumsphase ist scheiße. Ah, jetzt. Ist ja ein bisschen komisch. Ah, ist anders als 2270, dass das war. Na gut, hier wird's weiter, jedenfalls.